Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Mod-Vorstellungsvideo. Und wir schauen uns wieder heute einige coole Mods an, die für das Spiel rausgekommen sind. Unter anderem haben wir hier eine riesige Urzeitschlange, nämlich die Titanoboa. Kommt für den Tylosaurus ins Spiel und findet sich oder lebt in der Lagune. Die Schwimmbewegungen sehen teilweise ein bisschen seltsam aus, muss man sagen. Die schlängelt sich nicht so mega perfekt durch, aber sieht jetzt auch nicht richtig schlecht aus. Dafür, dass es halt eine komplett andere Körperform so ist, als von dem Tylo, da geht das schon, finde ich. Farbe ist mega cool und auch die Haut hier. Man sieht wieder jede Schuppe. Aber das Auge ist ja auch fies. Lassen Sie mal weiter schwimmen. Guck mal, wie lang die ist. Bin gleich mal gespannt, wenn die auf Jagd geht, wie das aussieht. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass die Animationen ein bisschen doof aussehen werden, weil die halt eine komplett andere Körperform hat als der Tylo. Oh, wie nice das gerade aussieht. Okay, der Skin gefällt mir richtig gut. Jetzt sieht man es ganz gut. Sieht so rangezoomt noch gruseliger aus. Ich finde die voll beeindruckend. Finde ich cool, dass wir solche mega coolen Urzeitlebewesen ins Spiel bekommen. Und der Skin sieht richtig nice gerade aus in den Lichtverhältnissen. Da bin ich gleich mal echt gespannt. Ich werde jetzt mal erstmal Fisch freilassen, würde ich sagen. Oh, das ging schnell. Sieht, glaube ich, gar nicht ihr Maul geöffnet. Ich glaube, jetzt könnte es gleich soweit sein. Ich habe gerade pausiert. Mal schauen, ob wir es jetzt besser auf Kamera bekommen. Okay. Die öffnet ihren Mund auf jeden Fall nicht. Schade, schade. Gott, wie weird das teilweise aussieht, wenn sie sich so umher bewegt. Aber trotzdem echt interessant. Ich denke mal, ich lasse jetzt mal ein bisschen größere Beute frei. Ich habe jetzt mal eine riesige grüne Meeresschildkröte freigelassen. Und da macht die Titanoboa auch kurz einen Prozess. Das sah gar nicht so schlecht aus. Ist echt schade, dass sie den Mund gar nicht aufmacht. Das hätte ich noch ganz cool gefunden. So sah das Ganze aus der Perspektive von der Schlange aus. Oha. Ist eigentlich okay. Also es geht natürlich besser, aber ist eigentlich ganz okay, die Animation. Ich habe jetzt mal einen Moser freigelassen. Der sollte eigentlich kurz einen Prozess machen mit der Titanoboa. Da bin ich dann mal auf die Animation gespannt. Oh, jetzt passiert es ziemlich sicher. Er hat sogar jetzt schon den Mund offen. Er ist bereit, die Titanoboa zu verschlingen, glaube ich. Geh mal in die Sicht von der Schlange. Und dann gucken wir uns das an. Hat jetzt auch lange gedauert, muss man sagen. Okay, er beißt da ja fast rein. Die Schlange ist halt ein bisschen zu schmal vom Körper. Aber er hatte sie immerhin im Mund. Das sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Müsste halt nur ein bisschen mehr zubeißen, der Moser. Aber sowas anzupassen ist halt, glaube ich, nicht machbar. Ist gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich ganz okay. Er trifft sie halt nicht perfekt, aber das macht nichts. Und damit ist sie dann auch zur Strecke gebracht, die Titanoboa. Jetzt kann man sie nochmal gut sehen mit dem Auge. Da wabbelt der Körper. Ist doch eine ganz coole Mod. Und das hier ist die nächste Mod, die wir uns anschauen werden. Nämlich ist das das kolumbianische Mammut. Das ist eine Mammutart ohne
Fell, so wie es aussieht. Also ist die Schneegegend, die ich hier ausgesucht habe, vielleicht gar nicht die richtige. Aber das macht ja nichts. Sieht aber auch mega cool aus. Das ist, glaube ich, das Model, was wir auch schon mal in Jurassic World Evolution 1 hatten. Aber ein bisschen heller von der Farbe. Erinnert mich auch so ein bisschen an den indischen Elefanten von Planet Zoo. Könnte auch sein, dass das Model daher so ein bisschen inspiriert ist. Sieht aber wirklich richtig cool aus. Bis auf den Rüssel. Der ist leider ein bisschen zu steif. Aber das ist halt schwer zu machen, ne? Weil der kommt halt für den Camarasaurus ins Spiel. Und der Camarasaurus hat in der Gesichtsgegend nichts irgendwie hängen, was sich bewegt. Deswegen kann man da schlecht die Animation hinbekommen. Aber ich glaube, die sozialisieren sich jetzt. Oder auch nicht. Nee, irgendwie doch nicht. Ich spule mal ein bisschen vor. Hoffen wir mal, dass da noch was passiert. Aber das Model an sich finde ich schon echt cool. Ist auch von den Sounds sehr gut, weil der Camara auch so elefantenartige Sounds macht. Gott, was ist denn jetzt los? Das ist verbuggt. Sieht so aus, als wenn das Mammut hier schon bereit ist für die Animation und das andere macht einen Paarungstanz. Versucht er das andere. Das Weibchen ist wahrscheinlich das hier. Das wird gerade beeindruckt mit durch den Paarungstanz. Nee, eben scheint hier richtig verbuggt zu sein. Das sieht ja aus. Oh, hier, die Beine sind manchmal auch ein bisschen komisch. Das muss man noch sagen. Aber ansonsten finde ich den schon echt cool. Beziehungsweise das Model finde ich echt cool. Sieht mega nice aus. Aber das ist richtig verbuggt gerade, glaube ich. Ich würde auch sagen, wir gehen mal in eine wärmere Gegend. Das passt wahrscheinlich besser bei den Mammuts. Wir sind jetzt in der Wüste. Und hier befinden sich auch gefährliche Räuber. Für alle, die meinen Shorts-Kanal abonniert haben. Die kennen diese Szene auch schon, glaube ich. Ein fieser Giga macht Jagd auf einen Mammut. Ja, die Büsche sind perfekt im Weg. Aber das sehen wir gleich noch öfter, keine Sorge. Weil das Mammut geht nicht mit einem Bissen down. Es rennt hier jetzt auch gerade noch um sein Leben. Lauf, kleines Mammut. Sieht schon cool aus hier in der Wüstenlandschaft. Muss man einfach sagen. Wie schnell es läuft, ich komme gar nicht hinterher. Da muss man echt die Kamera schnell bewegen. Jetzt seht ihr es nochmal. Hinten reingebissen und dann nochmal in das rechte Vorderbein. Und oh Gott. Da konnte ich gerade mit der Kamera auch nicht weiter zurück, weil hier ein unsichtbarer Zaun im Weg ist. Junge, ey. Da wurde ich auch fast übertrampelt von den beiden. Oh, das arme Mammut. Ah, der Giga sieht richtig cool aus. Ich liebe diesen Skin für die Wüste. Der ist mega gut. Der Giga ruht sich gerade hier auch schon aus und hat hier schön das Mammut verwundet und lässt es jetzt verbluten, so wie es aussieht. Ah ne, jetzt greift er nochmal an. Und nochmal angeknabbert. Ich glaube, jetzt war es das aber gleich für das Mammut. Das dürfte nicht mehr viel Leben haben. Wird wahrscheinlich jetzt einfach down gehen. Der Giga macht seinen letzten Schrei. Und das Mammut seine letzten Schritte. Guck mal, die Fußabdrücke sind auch voll gut. Im Sand. Und das war's. Das Mammut geht down. Und der Giga hat jetzt erstmal viel zu fressen. Und als dritte Mod für heute schauen wir uns den riesigen indischen Garial an. Der ist wirklich riesig. Kommt auch für den Tylo ins Spiel und hat auch ungefähr die Körpergröße von einem Tylo. Wie cool die hier gerade zusammen rumschwimmen. Mega gut. Der sieht auch optisch so unfassbar cool aus. Die Kamera ist wieder on point. Mal kurz in die andere Kamera. Also der hat auch wirklich ein richtig tolles Model.
Sieht man auch wieder jede Schuppe. So beeindruckend aus der Körper. Und auch die Schwimmbewegungen gefallen mir hier richtig gut. Habe ich auch schon auf meinem Shorts-Kanal getestet. Richtig coole Mod. Sieht jetzt so auch erstmal gar nicht so groß aus, aber der ist wirklich riesig. Wenn ihr mal schaut von oben, das ist schon echt beeindruckend. Wir lassen gleich auch mal ein bisschen Beute frei, dann seht ihr das nochmal. Oh, die greifen sich gerade gegenseitig an. Oha, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe so gerade von oben geguckt und auf einmal beißt er da rein. Aber ihr seht schon, wie gut die Animation aussieht. Der schnappt hier wirklich richtig gut zu. Oh, wie fies. Aber die Animation funktioniert richtig gut. Ich dachte eigentlich jetzt, dass die in Ruhe Fische fressen. Auf einmal attacken die sich. Seht ihr den auch mal an der Oberfläche? Ist schon heftig, ne? Das sieht schon krass aus. Echt ein richtig tolles Model. Ah, jetzt hat er Fische gesnackt. Das geht ja auch mal echt sauschnell. Aber sieht auch richtig perfekt aus. Also das ist schon wieder eine Mod, da funktionieren die Animationen wirklich 1A. Dass hier die Füße so mega steif sind, finde ich gar nicht schlimm. Fällt mir jetzt nicht so negativ aus. Die Schwimmbewegungen sehen auch 1A aus. Das Attackieren gerade sah auch richtig gut aus. Also ich glaube, hier werden einfach alle Animationen mega perfekt sein. Richtig tolle Mod. Bevor ich es vergesse, es sind natürlich alle drei Mods, die ich euch heute gezeigt habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das hier ist übrigens ein Elasmo. Und jetzt seht ihr perfekt den Größenunterschied. Also der Indian Garial ist schon gigantisch. Wie crazy das gerade aussieht hier. Das Stoppbild. Und der killt jetzt hier auch easy den Elasmo. Ah, krass. Das war's. Also wirklich eine richtig coole Mod. Da bin ich mega zufrieden mit. Da könnte man sicherlich auch dann schnell den Dinosaurus oder Sarkosuchus und was es da nicht alles gibt, draus machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Da werden wir bestimmt noch einige Mods in diese Richtung bekommen. Finde ich richtig cool. Aber Leute, das soll es jetzt auch mit dem heutigen Mod-Vorstellungsvideo gewesen sein. Falls euch die Mods gefallen haben, die ich euch heute vorgestellt habe, dann lasst ein Like da. Die sind wie gesagt alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Probiert sie gern selbst aus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.